Nächstes Panel ist die Fassade für Gaumenfronten und Wangen. Ich darf an der Stelle ganz kurz darauf hinweisen, bei den Wangen reden wir zum einen von Gauben, zum anderen aber natürlich auch von Verkofferungen. Das heißt also, bei Quergiebeln oder Ähnliches ist diese Steuerung auch aktiv. Auch hier wieder nur dann, wenn eben entweder eine Gaube oder eine Verkofferung in der Planung vorhanden ist. Nächstes Panel ist die Fassade für die freien Deckenuntersichten. Freie Deckenuntersichten heißt, und wir können uns das in dem Haus in der 3D mal anschauen, dass wir in irgendeiner Art und Weise von außen sichtbar unter die Decke schauen können. Wir haben jetzt hier kurz nochmal in die Kalkulation gegangen, voreingestellt, beim Erdgeschoss ist dies eine Perimeterdämmung. Die meisten werden sagen, ist nicht unbedingt eine Fassade, stimmt. Und wenn wir von unten gegen eine Decke unterm Erdgeschoss schauen können, heißt das, dass wir in der Regel im Erdreich sind. Deswegen die Perimeterdämmung lediglich, wenn krasse Hanglagen sind, könnte es sein, Unterkeller des Hauses, nicht Unterkeller der Quergiebel, dass unter die Nicht-Unterkellerung des Quergiebels, das heißt unter diese Decke, vielleicht wirklich eine Fassade kommt, wenn wir dort einen freiliegenden Keller hätten. Wenn wir uns das bei dem Haus hier einmal anschauen, wir hätten, und ich gehe dafür einfach mal ein Stückchen näher ran, genau hier eben eine Konstellation, wo wir so eine freie Deckenuntersicht haben. Und das ist eben genau das, was hier gemeint ist mit der Steuerung der Fassade. Wir sehen es gleich in der Planung. Die Steuerung für die Faschen, auch diese ist nur dann aktiv, wenn eben Faschen geplant sind. Faschen geplant heißt, wir reden hier dabei davon, dass das Eigenschaften sind, die an den Planungselementen dranhängen. Bedeutet also, dass diese Faschenausführungen, egal in welcher Art und Weise, eben jetzt hier aus der Planung kommen. Und wenn dies vorhanden ist, kann, je nachdem, ob diese Elemente in der Holz- oder in der Putzfassade sind, die Ausführung gesteuert werden. Die Fensteranschlüsse in der Putzfassade mit Standard- oder wasserdichter Wanne kann grundsätzlich gesteuert werden. Und die Fassadentrennung der Geschosse, egal ob das jetzt ein Alu-Trennblech ist, ein Zinkblech oder wie auch immer, kann für die Geschosse, die es gibt, das heißt auch hier wird nur das angeboten, was eine entsprechende Repräsentanz in der Geometrie des Planes hat, kann entsprechend ausgewählt werden. Wir sehen dann oben, dass wir hier die Steuerung für die Teilfassaden haben. Das heißt also, wenn irgendwo Fassadenteilflächen geplant sind, dann kommen diese Fassadenteilflächen hier in der entsprechenden Liste. Hier kann in der Masterkalkulation eben voreingestellt werden, was für ein Fassadenmaterial kommt zur Auswahl. Innerhalb des Projektes werden Ihnen nur die geplanten Teilfassaden angezeigt, und zwar mit dem Namen in der Planung. Wir schauen uns das gleich an. Deswegen sollte dieser sprechend sein. Und ganz wichtig, ohne Fassade und ohne Fassade und ohne Gerüst sind ebenfalls Fassadenteilflächen. Und diese sind dafür da, dass, wenn gegen den Bestand zum Beispiel gebaut wird, eben gesagt werden kann, hier gibt es einen bestimmten Bereich am Haus, der keine Fassade bekommt. Oder wenn so eine Konstellation, die wir hier haben, eben so wäre, dass diese Garage freistehend ist, aber ans Haus anstößt, die Außenwand eben aber hier lang gehen würde, könnte im Übergangsbereich zwischen der Garage und der Fassade ebenfalls eine Fassadenteilfläche geplant werden, wenn eben dort keine Fassade ausgeführt werden würde. Ganz oben drüber, die orangen Kombo-Boxen sind die Globalsteuerung. Dort ist mit einer Masterkalkulation immer laut Materialeinstellung voreingestellt. Hier könnten Sie in einem Projekt sowohl fürs Material als auch für die Putzfarbe einen projektspezifischen Standard definieren, wenn es eben kein Putz wäre in der Farbklasse C1, sondern es heißt, es ist halt eine Bodendeckelschalung oder eine Stülpschalung oder wie auch immer. Und in dem Moment, wenn Sie es als Globalsteuerung einstellen, wäre es eben so, ich gehe jetzt schon mal in die Projektkalkulation rein, dann wäre es eben so, dass auch wenn weitere Fassadenflächen hinzukommen würden, es eben dann so wäre, dass nicht das, was voreingestellt ist, nämlich Putz C1, zur Ausführung kommt, sondern das, was in der Globalsteuerung als Standard für dieses Bauvorhaben gewählt ist. So, wir sehen jetzt im Register Fassade des Hauses das, was ich schon in der Masterkalkulation gesagt habe. Es wird nur ein kleiner Teil von dem, was theoretisch vorhanden ist, eingeblendet, nämlich nur das, was wirklich eine physikalische Relevanz hat innerhalb des konkreten Planes. Das heißt also, das Ganze von der Steuerung sehr, sehr übersichtlich. Wir sehen im Moment, wir haben hier keine Teilfassade drin. Ich mache einfach mal eins. Ich gehe mal kurz in die Planung und mache hier Wand markieren, einmal F drücken, eine kleine Fassadenteilfläche rein, der ich vielleicht mal irgendeine andere Farbe gebe und die ich eben hier nochmal schnell zwischen diese Fenster mache, dafür einfach mal das Fensterelement anklicke und ganz wichtig eben hier dem Ganzen eine Beschreibung gebe, Fassadenband, ich sag mal C1,
als Beispiel. Und dann wäre es so, wenn ich jetzt eben diesen Plan nochmal in die Kalkulation aktualisiere. Das heißt also, ich sage einfach jetzt nochmal, er soll uns die Mengen ermitteln und exportieren, dass wir diese Teilfläche dann A in der Sonderausstattung in der Fassade sehen und B eben auch der Name auftaucht, was ganz wichtig ist für diejenigen, wenn eben hier unterschiedliche Menschen zwischen Planung und Kalkulation arbeiten. Der zweite Weg, an der Stelle kurz gezeigt, wäre über die Projektdaten in Notizen für Kalkulation. Auch das sind Informationen, die dann der Kalkulator in dem Fall im Ereignisprotokoll bekommt. Also, ich lasse einmal kurz die Mengen reinladen, lass es neu berechnen, die Zeit schneiden wir raus und dann schauen wir uns das Ganze im Register Fassaden an und sehen eben jetzt, dass das geplante Fassadenband mit dem Namen Fassadenband C1 mit der Fläche und der entsprechenden Voreinstellung jetzt in der Sonderausstattung sichtbar ist. Das heißt also, ich könnte entweder hier das Fassadenmaterial umstellen, die Putzfarbe umstellen oder könnte es eben in der Globaleinstellung machen. Und der Unterschied ist, wenn Sie es in der Globaleinstellung machen und das Fassadenband sollte gelöscht und neu gesetzt werden oder noch weitere Fassadenbänder dazukommen, dann würde eben nicht die Voreinstellung greifen, sondern das, was Sie projektspezifisch als Standard hier entsprechend definiert haben.